Mein Gott, ey, wer sich so festkrallen kann, nee, in den Fingern. Da sag mal einer, Far Cry soll geil sein, ja? Far Cry soll geil sein. Und hüpf! Oh. Wuhu! Spider-Man! Oh. Also die Kamera stinkt gerade ein bisschen ab, ne? Ja, also, könnte ein bisschen geiler sein. Aber auch nur ein Mühe. Wobei, gar nicht wahr, wir haben eine automatische Kamera ausgemacht. Das heißt, du musst selber mit deinem rechten Stick immer... Toll. Mit deinem Magic Stick im Candy Shop nachjustieren. So muss es laufen. So muss es laufen. So muss es laufen. Oh, links hier. Oh ja. Okay. Ist schön. Ist echt schön. Beautiful. Sogar Wasser. Ich hätte ja Bock auf einen Kaffee gerade, ne? Also ist mir gerade zu viel Zucker. Kein Kaffee. Was sagt ihr zu ARK Survival Evolved? Sagt mir leider gar nichts. Ark. Oh, schau mal, wer da ist. Hast du geschafft. Oh, der gefunden. Andere. Der dicke, nervige. Drake. Was schätzt ihr, was die Nvidia G fordert? Was? GeForce GTX 1070 kosten wird? Ist da irgendwo ein Hinweis versteckt? 500? Nee, knapp 400. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Hier rätseln einige schon mit mehr, aber auch weniger. Nee, ich glaube, da gab es schon eine offizielle Aussage dazu. Ja? Ja. Naja. Mögt ihr Marvel-Verfilmung? Ah, lieber DC. DC. Die sind dunkler. Kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam erst und deine Fäkalien. Haselnussgeschmack. Ihr dieses ganze Chaos auf die Reihe. Creme, bisschen Schokolade. Okay, ich seh mir die Akten an. Ja. Los, dreh dich um. iPhone 5S oder Samsung Galaxy A5? iPhone in dem Fall. Aber das A5 ist größer als das 5S. Ja, das A5 kann aber nichts im Vergleich. Da ist nicht die gleiche Hardware drin wie in dem High-End. Gringo, Pendant. Wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische. Na, 5S ist nicht High-End. 5S ist ja schon ein paar Tage älter. Aber ich würde trotzdem das 5S. Na, wobei. Ja, schwierig. Das sind zwei schwierig zu vergleichende Modelle. Und ja, Patrick. Was? Ah, Bruder. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Ich hab schon Schlimmeres angesteckt. Komm. Hey, wo. Willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Erklärt bitte nochmal, wie man die Preise gewinnen kann, fragt James TV. Das haben wir noch gar nicht wirklich erklärt. Fang nicht an, bitte. Aber es wird etwas mit Mitmachen zu tun haben. Wir waren das. Hashtag freizügige Reiche Sack den Arm abschöpfen? Wie lange haben wir versucht? Vielleicht stellen wir am Ende eine Frage. Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rave, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Hm. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Rafe, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Was mir gerade auffällt, ganz random. Gamer sagen doch immer, Bildschirme brauchen eine niedrige Reaktionszeit. Hm? Aber Konsolen spielt man auch Fernseher. Okay, die Luft ist rein. Okay, und was haben wir? Und Fernseher haben ja teilweise 10 Millisekunden, 15 im größten Falle. Da ist das plötzlich egal. Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Hier ist kein Sauerstoff. Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Das habe ich gesucht. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Es ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn es nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Wir empfangen... Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo
ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay? Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut an. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas in Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Ach. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Wo steckt da das Ding jetzt hin? Ich. Lass mich raten, mit dem Kerl hast du dich angelegt? Das ist so Instant-Hass. Wusste ich noch nichts von seinen Freunden. Ich dije que no hayamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Muy tarde para hablar. ¡Chino sale! Hey, weißt du was? Du no te metas. Okay. Oh, okay. Fresse! Jetzt klatsch ihn! Während Jens hier irgendwelche Computermenschen vorbeischlägt, schau ich mal, was ihr sonst treibt. Space Gray, was? Mate Mate 8, OnePlus ESE. Das ist echt ordentlich. Haben wir die Overwatch später gespielt? Ich habe die Overwatch später gespielt. Ich nicht. Wie war sie? Gut, aber da ist es gewöhnungsbedürftig, weil du keine Minimap hast. Das hat Luke123 gefragt. Jojo, cool, bei dem Spiel lernt man also auch etwas. Ja. Ja. Eddie Plays, wie findet ihr die Story von dem Game? Naja, so viel haben wir von der Story noch nicht gesehen, deswegen schwierig, das jetzt zu beurteilen. Aber oh, was hier zu sehen ist. Ah, okay. Ah, ist schon geil. Macht schon auf jeden Fall Bock auf mehr. Auch wenn es ein bisschen unrealistisch ist, jemanden 20 Mal hintereinander direkt ins Gesicht zu schlagen und er steht immer noch. Aber vielleicht gibt es da so eine Art. And he came. Meine Güte. Guck, und er steht immer noch. Hey, lass los! Gut, ist besser. Ja, was da, der Blatt. Ah. Und steht immer noch. Ja, jetzt nicht mehr, okay. Jetzt ist Ruhe. Warum jetzt kein Untertitel? Keine Ahnung. Ist egal, das soll der Zuschauer nicht wissen. Was ist das? Hä? Dame! Ist das Schmuggelware? Kakate! Für wen hältst du dich? Jero Suceda! Warum streamt ihr eigentlich auf YouTube und nicht auf Twitch? Eigentlich wollen wir auf beiden Plattformen streamen. Soon. Aber das richten wir noch ein. Für euch, für uns alle. Für alle Menschen dieser Erde. Damit man aussuchen kann, wo man es guckt. Ganz genau. Findet ihr den Preis für die GTX 980 Ti gerechtfertigt? Fragt Crazy Chris. Ich finde, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, aber die Preise werden ja auch angepasst. Absolut. Mit Sicherheit. Hoffen wir es. Oder es wird auch komplett aus dem Mund Dings genommen. Aus dem Mund? Aus dem Mund. Einfach aus dem Mund nehmen. Aus dem Mund nehmen. Vorsicht, er hat ein Messer. Was haltet ihr vom Laden mit Solar bei jeglichen Smartphones in der Zukunft? Fragt XT2KF. Das ist eine geile Idee. Wie auch immer das gehen soll, wenn es in meiner Tasche ist und in der Sonne fast verbrennt. Knarre. Schieß! Schieß! Du willst neu verhandeln? Schön, benimm dich nicht wie ein Knarre. Er stirbt. Und jetzt weg damit. Er stirbt. Nein. Danke. Wir geben dir 10%. Er ist so ein geiler Dude, ne? Die Hälfte. Ist so. Wir haben die ganze Drecksarbeit. Kannst du es bitte von hinten geben? Du musst es von hinten bekommen. Ja. Nee, nee, in der Kamera, bitte. Ja, genau, du musst. Hier? So, jetzt, genau. Das hier ist unsere Prinzessin auf der Erbse. Auf der Erbse. Genau. Dankeschön. Vielen Dank. So, Prost. Oh, viel Kaffee. Oh, heiß. Das,
Sehr heiß. Ja, sehr geil. So funktioniert das hier. Wir haben gerade das erste Mal in unserem Leben hier von jemandem einen Kaffee bekommen. Während einer Live-Show. Ansonsten holen wir uns den immer selber. Ja. Du musst immer einer aus dem Bild gehen. Wow! Na doch mal. Das ist aber nicht der Drake, oder? Nee, das ist der andere Typ. Ja, ist der andere. Das würde Drake nie machen. Bist du total durchgeknallt? Das wirklich wissen? Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Gehört dir das zum Plan? Folgt mir. Los. Einfach gekillt. Einfach tot. So, und direkt wieder Spielgrafik. Ah, ist das schön. Laufen auch sehr geil, ne? Er hält immer die Hand irgendwie an einer Wand oder so. Er war auch so geduckt. Okay, das war ganz raus hier. Push it good. Genau. Ja. Im Gefängnis. Also, Entschuldigung, ich finde das großartig gerade. Du musst gleich genauer erläutern, warum. Ja. And you died, ne? So wie das. Wobei kann ich ja jetzt, ist ja extra, kann man ja quatschen. Ich find's geil, weil es so inszeniert. Also so wirklich eine Story erzählt. Die man, die man so auch in einem Film sehen könnte, ne? Ja, das ist wahr. Als wärst du nicht nur mittendrin, sondern auch live dabei. Ja, du kannst entscheiden, wie er die Wege geht. Ja, wobei, naja. Es gab ja mal im Vorfeld immer so. Das Gequatsche, es sei ein bisschen mehr Open World, was ja Quatsch ist. Wo ist er lang? Links. Wo ist links? Ja, da so hoch, rechts, also jetzt rechts. Bin ich nicht mehr da gekommen? Nee, bin ich nicht. Oh. Die Musik ist auch immer geil. Also Soundtrack war immer bei jedem Uncharted sehr, sehr schön. Aber diesmal gar kein Theme-Song, oder? Der fehlte bisher. Ey, lass mich durch! Sollen wir? Boah! Na, auf mich schießen sie wieder! Weißt du, was bisher gefehlt hat? So ein Intro. Zu sagen, ne? Du hast jetzt dein Tutorial und dann so boom, nee, Uncharted du wirst direkt, 4. Genau, du wirst direkt reingeworfen. Ja. Oh. Okay. Oh, schon wieder. Immer Faustkämpfe. Oh, ey. Assassinated. Was heißt das auf Deutsch? Assassinieren? Okay. Okay, geil. Wo lang? Hä? Follow me around. Stell dir vor, Nathan Drake hätte einen YouTube-Kanal. Und der macht dann immer Vlogs. Ja, voll witzig. Das wäre schön. Eine coole Idee, lass mal Sony das verkaufen. Und auch so richtig geil. Es kann natürlich alles fake sein, klar, aber so ein Vlog, was, wie er gerade so jetzt ne, unterwegs ist und Leute tötet. Ja. Oder Schätze hey. Sucht. Hey Leute, ich hab heute mal wieder. Genau, dann auch so richtig in Semi-Salami. Samuel Salami-Manier. FSK von dem Spiel ist 16. Fragt. Wer hat das gefragt? Vergessen. Verdammt. Lauf, Forrest, lauf! Ja, das kommt ganz gut hin. Wieso? Ist da was unter? Ah, okay, der Waffen. Als ob die Wachen nicht schießen würden. Ghost Pictures hatet schon wieder gegen die Synchro. Hört doch mal auf zu haten, Mann. Das ist so krass. Ich kann gar nicht auf so viel achten. Weil ich versuche, so schnell wie möglich hier wegzukommen. Okay. Mr. Crab, wie findet ihr das Skylake-Upgrade vom MacBook? Sehr geil, aber dazu kommt noch ein extra Video. Sam! Komm! Ich zieh dich hoch! Na, dein Bruder? Ah, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. And he died. Nein! Nein, festhalten! Festhalten! Sam! Okay, er stirbt. Die andere Hand! Los hoch! Ja.
Hat sich alles nicht gelohnt. Ist das a Thief's Hand vielleicht? Das wäre schon ein bisschen billig, oder? Nein, er ist doch tot! Nein, er ist tot! Komm, das Boot ist auf der anderen Seite! Nein, ich kann... Ich lass sie nicht hier! Nate, dein Bruder ist tot! Komm mit mir oder geh zu ihm! Die haben gerade auf ihn geschossen und jetzt bleibt wieder liegen. Ja, das macht keinen Sinn. Es ist wie... Tipp, 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 tipp. Oh, da sind sie gerade. Schießen, schießen, weiterlaufen. Hm? Ah, siehst du, jetzt geht's wieder weiter. Okay. Ja, toll. Rein in den Busch. Boah, ey, es ist so geil. Das sieht geil aus jetzt. Ui, das sieht geil aus. Gott, das ist geil. Wie sich die Pflanzen bewegen. Oh mein Gott! Das ist geiler als bei Witcher. Ja. Aber wie gesagt, Witcher ist ja Open World, ne? Das ist mal mehr. Das ist egal. Oh, ins Boot rein. Bauchklatscher. Da ist das Intro! Oh, das hat aber jetzt zwei Kapitel gedauert. Das war das Intro. Krass. Also die wer ist das? Der Vorspann. Puh. Die haben das aber ausgereizt, ne? Das war nur die Vorgeschichte, damit du verstehst, was jetzt passiert. Theme. Das ist aber neu. Ist ja auch ein neuer Teil. Also bei Zurück in die Zukunft haben sie auch drei Teile lang das gleiche Theme. Es scheppert gerade sehr. Shepard? Shepard. Eben guck. Emilia Schatz, Kurt Margenau. Was sagt denn der Chat? Jetzt gucken wir gerade mal wieder raus aus der Story. Aber wahrscheinlich muss ich jetzt wieder spielen, ne? Jetzt ja, du darfst. So, dann schauen wir doch mal. Wie lange dauert es, bis VR-Systeme ausgereift sind? Fragt Ilester. Oder Illester. Thornlock. Shambhala. Gibt es einen Schwierigkeitsgrad und wenn ja, auf welcher Stufe zockt ihr? Auf normal oder leicht? Oh, nein, jetzt ist wieder das alte Thing. Jetzt geil. Ah. Überall. Henry Jackman. I'm so sad. So emotional. Stunde hat so ein geschafft. Bisschen was von... Welche Serie hat auch so ein Intro? Oh. True Detective Staffel 2 hat auch so einen ähnlichen Look, aber halt nicht gezeichnet, sondern diese Farben. Das ist auch eine, ich finde dieses Intro unfassbar gut. Ja, sehr schön. 15 Julius, Jahre später. Juli 24 Uhr fragt Heinz, wie geht's? Gut. i5 Skylake oder i7 Haswell? i5 Skylake. Okay. Unbedingt. Jetzt wird gefischt. Okay, laut Signal bist du bei den Koordinaten. Ich hab die Spur von der Beute? Nee, noch nicht. Jetzt wird geschwimmen. Signale? Ja. Nicht. Okay, ich schwimm stromabwärts. Schlechter Ton. Halt mich auf dem Laufenden. Okay. So, eigentlich darfst du das Schwimmlevel machen. Kapitel 3. Ein hast du Schwimmlevel? Hey. Hast du auch Schwimmlevel? Hab ich schon. Dann schreibt jetzt in die Kommentare, warum und seit wann. Geht schon. Nicht mehr weiter. Ich hab's auch damals bei Mario gehasst, diese Unterwasserlevel. Ich finde ihn. Aufsteigen. Bup, 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 bup. So, weiter geht gar nicht. Was sollen wir machen? XTH3 Doktor. Ja, eine Soundbar müssten wir anschließen in der Ton Shepard, aber haben wir jetzt hier gerade nicht. Erstmal brauchen wir einen Kühlschrank, das ist wichtiger. Wir brauchen einen Kühlschrank. Ja, das stimmt. Oh, falsche Richtung. Wir hätten hier, glaube ich, irgendwo eine Soundbar, aber auch eine große Halbfernlage. Aber ich glaube, die ist schon weg. Nee, die ist hinter uns. Hinter uns? Nee, da ist nichts mehr. Doch? Nein? Doch. Sie ist fort. Fort. Fotten ist sie. Du lügst. Ich lüge nicht. Ich schwimme durch ein Loch. Ja, wie Matthias Rittler schon schreibt, das sieht verdammt geil aus. Und das ist auch so der Tenor, der sich die letzte Stunde ungefähr durchgezogen hat. Anderthalb Stunden fast. Nee, Stunde. Wir sind seit einer Stunde am Spielen jetzt. Kein Plan. Da ist er ja. Ich schwimme erst mal. Sieht alles einfach unfassbar gut aus. Okay, wie sieht er aus? Mitgenommen, aber intakt. Ehab El-Sayed fragt Battlefield 1 Trailer eure Meinung. Ja. Trailer sieht gut aus und hält anscheinend gut, cineastisch und bombastisch gebaut, aber das ist ein Trailer und kein ganzes Spiel, mehr können wir dazu noch nicht sagen. Die meisten Kisten sind wohl noch da. Ja, weißt du, wie viele? Dafür muss ich wohl reingehen. Thomas Eberhardt fragt, seid ihr Brüder? Sehen wir so aus? Hey. Oh, ja, wir sind Brüder.
Versuch erstmal eine Tür aufzumachen. Es gibt übrigens eine Funktion, da kannst du dieses Smashing ausschalten und musst du gedrückt halten. Na, das finde ich doof. Ich will mashen. Smash! Spendenkonto für Turner und Kühlschrank. Da hast du es. Okay. Ja, lass mir so eine Spendenleiste einbauen. Geil. Alex und Jens, gebt ihr eine Kaufempfehlung für das Game? Eine Stunde gespielt? Aber hallo, allein jetzt schon. Nach meiner Rechnung fehlen uns ja. Guck dir das doch an, wie geil das aussieht. Du zahlst, du wirst mehrere Stunden spielen. Und ein Film im Kino kostet dich zwischen 10 und 15 Euro, wenn du ein bisschen was ausgeben willst. Und das Ding unterhält dich wesentlich länger als 2 Stunden. Mist, die Kiste steckt unter dem Anhänger. Also ja. Hör zu. Sicher erstmal die andere Kiste, dann heben wir den Anhänger für dich an. Wenn du eine PS4 hast. Bekommst du das große Geld. Ja. Ja, was war das denn? So, nee, muss ich. Ja. Moritz Lambrecht fragt: GTX 960 oder R9 380? 69, definitiv. In dem Preissegment, die Radeons sind blöd. Habt ihr andere Kiste? Da war's, ne? Eddie Place fragt: Denkt ihr, Härte steigt irgendwann auf USB Type-C um? Okay, bis gleich. Achso. Es wäre geil, aber ich glaube nicht daran. Achso, Smash! Soll ich jetzt ganz hochbringen? Ja, ich habe nicht verstanden. Das Ding wird langsam schwer. Denk dran, das Einzige, was ich aus diesem Fluss bergen will, ist der Anhänger. Nee, scheinbar nicht, das muss woanders hin. Oder gar nicht. Oder fallen lassen doch, und doch. Vielleicht geht's auf, wenn du es fallen lässt. Nee, man soll die eigentlich sichern, steht da. Achso. Vielleicht soll der auch hier hinten in den Dings wieder rein. Das würde eher Sinn machen. Ja, das ist halt, wenn man nicht so richtig zuhören kann die ganze Zeit. Ja, ja, richtig. Ah, doch, ja. Die Schulter da rein. Oh, rein da in die Buchse. Achso, weil den ganzen Anhänger haben wir nicht hier einzelne Sachen. Okay, eine Kiste gesichert. Gutes Timing. Wir sind direkt über dir. Wir lassen das Seil runter. Also das Seil suchen. Okay. Ich finde es auch ganz geil, dass du selber ein bisschen suchen musst, wo es hingeht und so. Das ist. Du jetzt? Hast keine. Also man spielt jetzt schon mehr als eben in den ersten beiden Kapiteln, okay, wo er. Ne? Position. Häng den Anhänger dran. Wir heben ihn ein Stück an. Hui. Hui. Okay. Ja. Ich versuche so eine der Achsen zu stehen. Blub, 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 blub. Peter Fahrtgrau fragt: Benötigte Grafikleistung des Games läuft nur auf einer PS4. Es ist wirklich exklusiv ein PlayStation-Titel. PlayStation, ne? Wie kann ich den jetzt ranbuxieren? Hallo? Oh, fail. Warum geht das nicht? Lock on. Alex, Jens, was meint ihr, wird Nintendo mit der NX am Markt gut durchstarten können? Fragt XT2KF. Jetzt auf einmal geht's. Nö. Ich glaube, das Thema Nintendo und Konsole ist durch. Gut, achte auf deinen Sauerstoff. Die haben die Jahre nur gepennt. Komm, ganz ehrlich, was soll da noch kommen? Wenn die spieletechnisch jetzt dummer durchdrehen, dann ja, aber ich glaube auch eher nicht. Wer soll das spieletechnisch? Wir müssen so ein Bundle wie bei der Wii U hinbekommen. Ja. Was kein anderer bisher gemacht hat. Und das glaube ich, das kriegen sie nur hin, wenn sie von vornherein richtig geil auf VR setzen. Durchschwimmen. Das wäre nochmal so eine Welt, aber sonst. Ah, muss ich auch beeilen, ne? Hier geht es auch mit Sauerstoff gerade so. Das woran? Sieht man das? Nee, man hat es gerade gesagt. Okay. Bekommen. Ah. Platz. Wir heben ihn an. Ja, du kannst ja nicht 3 Tage lang Zeit lassen. Das ist natürlich. Allein wegen dem Flossen ist das schon Kaufgrund. Auf jeden Stimmt, Fall. Die sind schon sehr geil animiert. Ja, okay. Aber auch, ne, so einfach mal. Sauber auch, ne? Und nicht so hakelig oder so. Jetzt kann ich die andere Kiste nehmen. Wir werden sehen. Ist das der Typ, mit dem er vorhin unterwegs war? Nee, da unten ist was. Ja, ja, ich versuche gerade hinzukommen. Hol es! Ui, ich bin ein Delfin. Matthias Rittler, ich bin raus, muss Strafarbeit machen. Dann viel Spaß und viel Erfolg bei deiner Strafarbeit. Hey. So, die letzte Kiste kann er noch rein in die Butze. Ja, ne, komm. Moritz Lambrecht, wird Uncharted 4 irgendwann für PC erscheinen? Nein. Nein. Davon gehe ich nicht aus. Never. Wobei, wer weiß, vielleicht machen die ja jetzt, wo alle Teile durch sind, nochmal ein komplettes Remake für PC. So eine Remastered-Edition mit noch heftigerer Grafik. Es gibt doch schon für die PS4 jetzt eine Remastered. Warum sollen sie es für PC rausbringen? Dann machen sie sich ja das System kaputt. Wird nicht passieren, glaube ich nicht. Ja. And he died. Also selbst ich überlege ja schon, mir eine PS4 zu kaufen.
nur dafür, aber ich warte jetzt auf diese 4-5er oder diese PlayStation VR-Variante. Also wenn öfters solche Titel rauskommen würden für die PlayStation, dann würde ich nur noch vor der PlayStation hängen. Aber das ist ja leider sehr selten, alle 2-3 Jahre, ne? Dass mal sowas Geiles kommt. Wenn überhaupt. Richtig. Ich glaube, das ist der erste richtig geile, fette Titel für die PS4. Exklusiv, ne? Ja. Wohlgemerkt, exklusiv, das ist der Punkt. War zwischendurch noch was Geiles? Destiny? Destiny? Sollte, war aber verkackt. Witcher ist doch auch für die PS4, oder? Nö, ist auch, nö, Computer und so, ist alles dabei. Aber PS4 auch. Ja, oh. Aber also nichts Exklusives. Nee, nee. Okay, ich bin bereit. Hol mich heraus. Wird gemacht. Und aufwärts. Und aufwärts! Los geht die Wahnsinnsfahrt! Das ist schon geil. Crystallis TV fragt, was sind eure Lieblingsspiele oder Spielereien? Meine ist Zelda. Ja, Zelda. Oh, das sieht auch geil aus, ja, wieder. Schon. Okay, wir kommen zu dir. Ich warte. Oh, mitten in der City. Ich dachte jetzt auch, der wäre so irgendwo auf dem Meer. Witzig. Ey, er zieht schon mal seine Schuhe aus. Mega. Ist ja geil. So Leute, ich habe jetzt fertig. Jetzt nehme ich hier nur noch mal einen stinkenden Fuß hier. Also. Schön mit nassen Haaren, das ist auch sehr geil. So wet. Was sagst du eigentlich zu unseren neuen Kissen? Die sind sehr geil. Ich finde die großartig. Ja, letztes Mal schon erblickt. Die finde ich auch sehr cool. Danke. Hauptsache der Controller vibriert bei jeder seiner Bewegungen. Ja.